1898 wurde die Achertalbahn eröffnet. Ab dem Jahr 1968 fanden außerdem in den Sommermonaten fahrplanmäßig Dampfzugfahrten statt. Eine der Stammlok war in dieser Zeit auch der Zweikuppler mit der Nummer 20. Im Juni 2013 fand die letzte Dampfsonderfahrt auf der Achertalbahn statt. Die Lok 20 und ein Teil der historischen Wagen wurden zur südbadischen Kandertalbahn überführt. Der Achentäler Eisenbahnverein hofft noch immer, dass die Lok 20 mit ihren alten Wagen eines Tages wieder auf der Achertalbahn verkehren wird. Wir befinden uns im Bahnhof Achern. Die Menschenmenge auf dem Bahnsteig feiert keine 9-Euro-Ticket-Party, sondern alle warten auf den Dampfsonderzug. Seit 9 Jahren wurde auf der Strecke Achern nach Ottenhöfen keine Dampflok mehr gesichtet. Die Fahrt in den Schwarzwald ist sehr gefragt und der Ticketverkauf für die Sonderfahrt läuft auf dem Bahnsteig auf Hochtouren. Heute dampft es wieder auf der Acherntalbahn. Zum Einsatz kommt die 23058, die noch nie im Achertal unterwegs war. An diesem Pfingstmontag wird sie zweimal zwischen Achern und der Endstation Ottenhöfen pendeln. Ich bin mir nicht sicher, dass nicht alle, die auf dem Bahnsteig stehen, bei der ersten Fahrt auch mitfahren können. Nach 9 Kilometer und 18 Minuten Fahrzeit erreichen wir den Haltepunkt Forscherbach. Nachdem die Schranken geschlossen wurden, geht die Fahrt weiter. Im Hintergrund sehen wir den Landgasthof Rebstock. Thank you.
Der Aufstieg in den Schwarzwald hat schon viele Dampflokomotiven an ihre Grenzleistung gebracht. Dampfmangel oder nasse Schienen sind die häufigsten Auslöser. Der Zug hat eine halbe Stunde Verspätung eingefahren und er wird schon im Bahnhof Ottenhöfen erwartet. Kaum steht die Lok im Bahnhof, wird noch ein Erinnerungsfoto erstellt. Gerade glücklich scheint mir der junge Mann aber nicht zu sein. Auf der anderen Seite kontrolliert der Heizer das Fahrwerk für die anstehende Rückfahrt nach Aachen. Es erfolgt eine Klangprobe. Zum Prüfen wird das Fahrwerk oder Rad mit dem Hammer angeschlagen. Anhand des Klanges kann dann festgestellt werden, ob eventuell ein Bruch vorliegt. Ebenso muss auch der Vorrat an Wasser nach der anstrengenden Bergfahrt wieder aufgefüllt werden. Der Bahnhof Ottenhöfen ist ein Sackbahnhof. Er besitzt auch keine Drehscheibe, so muss die Lokomotive für die Fahrtrichtungsänderung umgesetzt und rückwärts Tender voraus zurück nach Aachen fahren. In Ottenhöfen ist aufgrund von Platzmangel ein Umsetzen der Dampflok sehr zeitaufwendig. Zuerst muss der komplette Zug zurückfahren. Danach müssen mehrere Rangierfahrten im Zickzackkurs oder auch Sägefahrt genannt ausführen. Die Lok braucht freie Gleise im Bahnhofsvorfeld und wird über Weichen gesteuert. Da sind schon mal 20 Minuten einzuplanen.
Es ist geschafft, die Lok ist jetzt umgesetzt und somit die Fahrrichtung geändert. An dieser Stelle halten wir kurz den Film an und dadurch kann man sehen, wie steil die Bahnhofseinfahrt in Ottenhöfen ist. Hier wird einem klar, warum der 23058 die Puste ausging. Ich denke, bei 1400 beförderten Fahrgästen war das für den Achentäler Eisenbahnverein ein äußerst arbeitsreicher, aber auch ein erfolgreicher und gelungener Tag. Der Zug war von der Eurovapur gemietet, aber vom Achentäler Eisenbahnverein komplett selber organisiert. Wir hoffen, dass wir in Zukunft ab und zu so eine tolle Veranstaltung im Achertal wieder erleben und bewundern dürfen.